Guten Morgen! Heute wird es eine Schinterei, quasi. Nicht bloß wegen dem Wetter, weil wir haben die Regen kaputt auf und die Regenmontur. Wir gehen ja schon schön an der Rotter entlang. Heute gehen wir auf den Schinder. Also, der Name ist Programm. Über die schwarze Strecken, über die Buchen auf. Genau. Ein regenreicher Tag, es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur eine schlechte Kleidung. Und vor allem am Berg gibt es auch nur eine schlechte Ausrüstung, von dem her ist alles dabei. Und jetzt schauen wir mal, wie es uns da aufgezirkt. Auf geht's! Ja, ganz da hinten, da lässt sich schon ein bisschen vermuten, ihr seht es nicht auf dem Video. In echt sieht man es ein bisschen. Da schaut er schon raus, der Schinder. Schön Wolken verhangen. Das ist natürlich der Doppelgipfel. Also gibt es die bayerische Variante und die österreichische. Genau, wir nehmen halt beide, wenn es gut läuft. Schauen wir mal. Jetzt stapfen wir erstmal noch ein bisschen weiter im Schnee rum. Wir gehen Richtung Kahr. Das heißt, der steile Anstieg, den machen wir zuerst. Ein bisschen recherchiert. Denn bei der Rundtour, man kommt da hin und zurück natürlich, über den Hang selbst, das ist die leichte Aufstiegsvariante. Die ist sehr zu empfehlen, wenn man jetzt nicht die Kondition und die Sicherheit mitbringt. Ansonsten gibt es natürlich für den Rundweg auch einen Abstieg über das Kahr. Allerdings kann man das natürlich auch aufsteigen. Und nachdem wir heute nicht so das Beste wieder haben, haben wir gedacht, müssen wir uns nicht ganz so schwer machen in der ersten Tour. Also steigen wir da hoch und dann nehmen wir den entspannten Abstieg beim Rundweg quasi hinten über die Hänge wieder zurück zum Parkplatz in Valep am Wanderparkplatz bei der Bushaltestelle. Genau. Ja. Sollte eigentlich recht gut machbar sein. Eigentlich 5 Stunden eingeplant. Ja, sollte möglich sein. Schauen wir mal, wie es läuft. Geschafft. Die Schinderkar haben wir hinter uns. Man sieht eigentlich gar nicht, wo wir angefangen haben. Ganz ein langes Kar, brutal steil. Wichtiger Tipp,
jetzt das bloß auf, vor allem wenn es Schnee liegt. Ja, also da sieht man es, da geht es eigentlich teilweise ja, 70 Grad, 60 Grad geht es da auf. Ist schon brutal zach. Und das durch den Schnee. Das Problematische am Schnee ist, dass unten eine Eisfläche ist, total glatt. Und oben liegt brutal schmieriger, wacher Schnee von der Sonne. Ja. Deswegen. Also runter geht da das tatsächlich jetzt auch nicht so gerne jetzt heute. Da war auch viel tatsächlich die bessere Entscheidung. Wenn es auch nicht die beste war. Aber so ist es halt. Genau, hinter uns ist die ist der bayerische Schinder. Da geht es jetzt da auf hier. Genau. Wir werden jetzt am österreichischen gehen. Wir werden auch den bayerischen auslassen. Den werden wir tatsächlich nur mal machen, wenn man richtig schönes, wenn es schönes Wetter ist, schöne Aussicht. Jetzt gerade ist irgendwie ja nicht so ganz lohnenswert, da nochmal extra auf zum Kraxeln. Es sind bloß 150 Höhenmeter, aber dann nehmen wir lieber nur unser eigentliches Ziel in Angriff und dann. Ja. Also eh um. Müssen wir bloß noch auf. Hehe. Da stehen wir am schönen Gipfelkreuz vom Schinder. Ja, es war eine Schinderei. Er hat den Namen aller Ehre gemacht. Schon das Sockenwechseln war jetzt eine Schinderei, weil meine Füße nass sind. Gott sei Dank hatte ich ein paar Socken dabei. Das war eine ganz gute Entscheidung. Ansonsten geht's gut. Damit natürlich auch. Die Aussicht ist null da, also man sieht wirklich nichts außer Wolken und Nebel. Also es gibt viel Kreis, das sieht man noch. Das Schini. Genau. Dann werden wir noch austrinken und dann starten wir eigentlich schon auch wieder auf hier. Thank you.
Ausgangspunkt. Wir haben es geschafft. Schinder bzw. wie in Österreich genannt wird, der Trausnitz. Ja. Da die jetzt nicht Nummer machen im Schnee, wenn ich ehrlich bin mit euch. Wobei mir aufgefallen ist, der Abstieg, der ja eigentlich eine mittel- bis mittelschwere Wanderung ist und jetzt eigentlich nicht wirklich Schwierigkeiten hatte grundsätzlich, der war so voll geschnimm, teilweise 2 bis 3 Meter nur Schnee, und es ist so ein batziger Schnee gewesen, dass ich da eigentlich alle 5 Meter immer bis zum Bauchnabel eingesunken bin. Selbst mit Schneeschuhen kippt man nicht wirklich weiter, sinkt man ein, weil er einfach wahnsinnig batzig mittlerweile ist. Durch das, dass jetzt heute auch 5 oder 6 Grad hat, ist es einfach so. Ansonsten im Sommer bei schönem Wetter oder auch bei Regen eine schöne Tour. Wie gesagt, über den schweren Teil hinten aus sie vielleicht nicht aufsteigen, sondern eher absteigen. Aber ansonsten lohnenswert von Verlepp aus. Wanderparkplatz. Kann man auf jeden Fall machen. Kann man ein bisschen schneller machen. Heute hat es ein bisschen dauert, weil im Schnee geht man nicht so schnell. Genau. Jetzt schnell raus aus die nassen Schuhe. Gamaschen haben nichts geholfen. Ja. Deswegen ziehen wir uns um und fahren wieder heim. Bis zum nächsten Mal. Servus!